Das Projekt Achimer Geschichte interaktiv richtet sich an Jugendliche und beschäftigt sich mit der Nazizeit in Achim. Auf neuen Wegen wird so versucht, Jugendlichen die lokale Geschichte aus ihrem Wohnort erfahrbar zu machen. Stefan Lehnen von der Stadt Achim ist der Initiator des Projekts. Das Problem ist einfach, dass die Verbindung abgerissen ist. Es gibt keinen individuellen, subjektiven, persönlichen Zugang mehr zu dieser Geschichte, weil in den Familien die Zeitzeugen nicht mehr da sind und da muss man neue Wege beschreiten. Und ein Versuch war eben, dass die Jugendlichen versuchen, sich diese Geschichte anzueignen und dann selber in Filmaufnahmen an bestimmten Orten in Achim diese Geschichte nochmal ein Stück weit lebendig werden zu lassen. Zusammen mit der Achimer Geschichtswerkstatt, der Achimer Bibliothek und Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Schulen entsteht unter anderem eine App für Jugendliche. Ein interaktiver Stadtrundgang mit dem Handy ist geplant, für den die Jugendlichen viele Themen rund um die Nazizeit und die Judenverfolgung in eigener Sprache und mit ihren eigenen Mitteln entwickelt haben. Das heißt, die Jugendlichen werden selber aktiv an den Orten und können auch, ohne dass jetzt die Erwachsenen ihnen ihre eigenen Bilder überstülpen, versuchen, sich dieser Geschichte anzunähern. Also es könnte sein, dass sie bei einem Stolperstein stehen und sich darüber unterhalten, wie war das damals mit der Ausgrenzung, der Vertreibung oder auch der Ermordung von Menschen, die ja mal in dieser Gesellschaft mit den anderen zusammengelebt haben. Wie ist es dazu gekommen? Oder wie wäre es mir selber gegangen damals? Dafür haben sich die Jugendlichen auf ganz unterschiedliche Weise schlau gemacht. Zum Beispiel mit einer Stadtführung von Elke Gerbers vom Verein für Gästeführer und Gästeführerinnen, die sich speziell auf das jüdische Leben in Achim vorbereitet hat. Wir sind von der Heilbronnstraße jetzt zu dem Geschäft gegangen, wo früher Alfred Heilbronn drin war. Ja, was hat Heilbronn denn überhaupt angeboten? Heilbronn hat angeboten Textilien, er hat Fahrräder angeboten, wir haben, was hatten wir noch alles? Versicherung und Nähmaschinen. Eigentlich gab es kaum etwas, was er nicht angeboten hat. Man konnte ihn fragen und dann hat er das im Grunde genommen besorgt. Er war sehr, sehr sozial. Bei allen größeren Anschaffungen konnte man das in kleinen Geldbeträgen dann monatlich abtragen. Das war also überhaupt gar kein Thema für ihn. Vor allem geht die Stadtführerin für die Schülerinnen und Schüler auf die jüdischen Mitbürger ein, die in der Achimer Innenstadt ihre Geschäfte hatten. Und auf das, was dann in der Nazizeit folgte. 1933 ist das Jahr des Boykotts der jüdischen Geschäfte. Am Anfang hat man drüber gelacht und hat gedacht, der Spuk ginge ja bald vorbei. Aber die Nazis haben hier vor den Haupteingang einen Mann hingestellt mit einem Fotoapparat, der alle Achimer, die hier oder alle Kunden, die hier reingingen, fotografiert hat. Und das lief am Anfang noch, da haben sich die Kunden gar nicht einschüchtern lassen. Aber je länger das dauerte, umso schwieriger war es. Zum Schluss ist es so gewesen, dass die Kunden hintenrum reingegangen sind. 1935 ist dann kein einziger Kunde mehr hier gewesen. Und als im Grunde genommen auch die Tochter in der Schule verprügelt wurde und die Schaufensterscheiben eingeschmissen wurden, da hat dann Heilbronn gesagt, nein, also ich gebe auf. Und 1937 haben ihn die Nazis gezwungen, das Geschäft an Frohböse und Ninkewitz zu verkaufen. Neben den Informationen aus dem Rundgang haben die Jugendlichen mit vielen Materialien aus der Achimer Geschichtswerkstatt gearbeitet und im Internet recherchiert. Wie zum Beispiel hier in der Realschule in Achim. Also wir machen halt was zum jüdischen Friedhof, einmal zur Beerdigung und dann einmal was direkt zum jüdischen Friedhof. Und gerade beschäftigen wir uns halt mit der Beerdigung, weil wir wollen dafür einen Film drehen. Und das wollen wir halt mit so kleinen Bildern halt ablaufen lassen und die wollen wir dann halt zeigen und dazu einen Text haben. Ich schreibe halt Sachen von der Synagoge, wann es gebaut wurde und wann es halt zerstört wurde, von wem es gebaut wurde. Hier steht auch von der Familie Alexander. Mhm. Ja. Also die Geschichte der Synagoge hier. Was ist genau ist nochmal eine Synagoge? Eine jüdische Moschee ist zum Beispiel, ein jüdisches Gotteshaus. Aha, okay. Und wie viele Leute sind da reingegangen, weißt du das? Nein, steht hier noch nicht, aber das war so klein wie die Hälfte vom Klassenraum. Die App soll 2021 fertig werden und wird dann innerhalb einer großen Veranstaltung in der Achimer Bibliothek der Öffentlichkeit vorgestellt. Dann wird sich zeigen, ob sich der Einsatz von neuen Medien gepaart mit Informationen aus der Achimer Geschichte gelohnt hat. Neben der Realschule war auch ein Geschichtskurs des Achimer Cato Bontjes van Beek Gymnasiums an dem Multimedia-Projekt zur Aufarbeitung der Achimer Geschichte beteiligt. Dr. Robert Heyer,
Geschichtslehrer im Gymnasium, hat mit seinem Kurs diese andere Form des Unterrichts ausprobiert. Ich stehe hier vor der Grundschule am Paulsberg. Das Gebäude ist ein ehemaliges Arbeitsdienstlager aus der NS-Zeit. Die Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs meines Seminarfachs haben sich in ihrem Kurs beschäftigt mit der Geschichte der Familien, der jüdischen Familien, die in den Stolpersteinen sich in Achim wiederfinden, und haben angeschaut, inwieweit die NS-Zeit eigentlich lokal noch zu sehen ist, zum Beispiel in Stolperstein. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass sich Erinnerungen gerade an die NS-Zeit, die wir immer aufarbeiten müssen, die wir nicht vergessen dürfen, und dass gerade deshalb auch junge Menschen sich damit befassen müssen, was in dieser Zeit geschehen ist. Das gehört als demokratische Bürgerinnen und Bürger, die sie sind und die sie werden und so sie handeln sollen in ihrem Erwachsenenleben, zum Unterricht und zum kritischen Geschichtsbewusstsein dazu. Die Geschichte nicht vergessen oder auch wieder in Erinnerung rufen. Das versucht eine der Schülergruppen mittels eines Videofilms. Erinnerung funktioniert aber nicht nur mit Filmen, Büchern, Apps und neuen Medien. Auch die Stolpersteine in der Stadt haben da eine wichtige Funktion. Das haben auch die Schülerinnen und Schüler erkannt und bauen die kleinen Messingplatten in ihren Film ein. Stolpersteine sind eigentlich, wenn man hier auf die Steine hier in der Innenstadt sieht, die sind eigentlich vom gleichen Format, nur halt in einem anderen Material. Und auf denen sind dann die Namen und Daten von Juden. Hier in Achim sind es Juden oder halt Verfolgte, die in der Nazizeit aus Achim vertrieben wurden oder hier getötet wurden. Die sollen zum Stolpern anregen oder dass man über sie nachdenkt. Auf das Thema sind wir gekommen durch die Schule quasi. Im Seminarfach sollten wir Gruppen bilden, uns dadurch über Stolpersteine informieren erstmals. Haben dazu dann auch ein paar Unterrichtsstunden dazu gehabt. Und dann wurden wir Stolpersteine zugeteilt, die in Achim liegen, eventuell auch Baden. Und die sollten wir dann erstmal putzen. Und dann später unsere quasi Hausarbeit, aber in einer Gruppe darüber schreiben, was dort passiert ist, was die Menschen erlebt haben quasi. Luis, Lina, Ernst und Ilse Friedemann, Achim am Schmiedeberg 10. Am 18. November 1941 wird die Familie Friedemann zusammen mit 700 anderen Mitgliedern jüdischer Familien aus Bremen und dem Regierungsbezirk Stade nach Minsk deportiert und dort in den folgenden Monaten ermordet. Die lokale Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus aufrechtzuerhalten, sich mit dem Leben der Menschen, die hier vor Ort in Achim gelebt haben, auseinanderzusetzen. Bürger, die dann abtransportiert und umgebracht wurden. Mit dieser besonderen Form der Aufarbeitung der Geschichte wird der Unterricht eindrücklicher. Und das war wirklich erst dieser Einstieg in unser Projekt, der uns auch weitergeholfen hat. Und deswegen finde ich, dass es durchaus spannend ist, sich mit den Juden aus der Region Achim hier zu beschäftigen und einfach mal zu gucken, wie es den Juden früher in Achim ergangen ist. Weil das NS-Regime hat nicht nur in anderen Regionen Deutschlands geherrscht, sondern auch in Achim. Als ein Highlight des Projekts zählt auch das Verlegen von 7 Stolpersteinen für die jüdische Familie Heilbronn. Mit Gunther Demnig von der Stiftung Spuren. Die Schülerinnen und Schüler konnten im Beisein einiger Nachkommen der Familie vor deren ehemaligen Haus die Zeremonie des Verlegens miterleben und dokumentieren. Ja, Teil unseres Projekts war es auch, an der Stolpersteinverlegung am 1.10. teilzunehmen. Dort haben wir dann die Familie mit Rosen begrüßt. Thank you. Da kamen dann Familienmitglieder aus aller Welt, aus Israel, Amerika und auch Großbritannien. Da haben dann einige Familienmitglieder auch dann die Familiengeschichte ein bisschen erzählt und die Familien gewürdigt. Interessant wird, ob sich dieser neue Geschichtsunterricht bewährt und die Herangehensweise auch für andere geschichtliche Begebenheiten realisierbar ist. Also zum einen bleiben sicherlich die Interviews mit den Zeitzeugen, das Material, was die Jugendlichen auch erarbeitet haben und was wir hier zum Teil ja auch an der Station in der Bibliothek zeigen können. Zum anderen hoffe ich, dass die Jugendlichen in diesem Projekt neue Erfahrungen gemacht haben, wie man sich der Geschichte annähern kann
und dass es eben nicht nur für diese eine Phase gilt, sondern auch für andere anwendbar ist und dass sie dadurch ein anderes Gefühl bekommen für das, was Geschichtsvermittlung heute sein sollte. Die Ergebnisse des Projekts werden nun zusammengetragen. Wenn alles fertig ist, werden sie zum Teil im Internet auf der Seite geschichte-achim.de und im Ganzen in einer Ausstellung in der Achimer Stadtbibliothek zu sehen sein.